Liebe Kollegen, liebe Zuschauer, nun ist es also soweit. Nach den Diskussionen um den Verkauf der Braunkohlekraftwerke in der Lausitz durch Vattenfall geht E.ON vorweg und möchte die fossile Kraftwerkssparte abstoßen. E.ON ist damit das erste Unternehmen, das den veränderten Bedingungen am Strommarkt vollumfänglich Rechnung trägt. Wir begrüßen ausdrücklich das Signal, das davon ausgeht. Fossile Energiegewinnung wird in Zukunft kein Geschäftsmodell mehr sein. Denn genau darum geht es E.ON, natürlich die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern. Und E.ON glaubt nicht daran, dass es eine solche mit dieser Kraftwerkssparte geben wird. Und E.ON hat recht. Zwar belegen Sie damit ebenso, dass Sie diese Entwicklung verschlafen haben, und zwar ganze 14 Jahre lang seit Einführung des EEG, aber immerhin ist die Einsicht nun gekommen. Und das davon ausgehende Signal, um das erneut zu betonen, ist klar, den Erneuerbaren gehört die Zukunft. Die Dinosaurier der Energiegewinnung haben ausgedient. Es ist an der Zeit, massiv auf die erneuerbaren Energieträger umzuschwenken. Es ist an der Zeit, nun festzulegen, wie es weitergeht mit der Energiegewinnung und am besten mal verbindlich. Nicht erneut das gleiche Rumgehampel wie beim Atomausstieg, das können wir uns nicht leisten. Ach ja, Atomausstieg, da war ja noch was. Das hatten wir gestern schon. Es ging um verlässliche Politik, die immer nur gefordert, nie aber gemacht wird. Der doppelte Rittberger von Angela Merkel beim Atomausstieg war so eine verlässliche Nummer. Und die Two-Faces-Politik von Sigmar Gabriel gehört in die gleiche Kategorie. Die schönsten Einlagen in Energiepolitik aber lieferten Altmaier und Rösler. Schön nach dem Strickmuster Good Cop, Bad Cop wurde ein politischer Eiertanz zelebriert, der seinesgleichen suchte. Alle drei Leistungen sind Oscar-reif. Einen Schritt vor, zwei zurück und am Ende sind alle anderen schuld. Oder vielleicht nicht schuld, sie müssen halt nur die Zeche zahlen. So hat man zuerst dafür gesorgt, dass die Offshore-Branche verunsichert war und hat dann dem Bürger die Kosten für die Fehlplanung dort aufgebürdet. Beim Atomausstieg hat Schwarzgeld ohne Not den Salto rückwärts hingelegt und einen gut geplanten Ausstieg mal eben verworfen, nur um ihn ein paar Monate später erneut zu verkünden. Nach Fukushima wurde er kurzerhand beschlossen und die CDU reklamiert den Ausstieg heute für sich. Ein Trauerspiel. Und obendrein ließen die völlig vorhersehbaren Klagen der Betreiber nicht lange auf sich warten. Ergebnis, am Ende zahlt es der Steuerzahler. Oder nehmen wir den Umbau des Wälzungsmechanismus. Da wird der EE-Strom 2010 an den Spotmarkt geschickt und es ist klar, was passieren wird. Der Börsenpreis wird sinken, was die Kraftwerksbetreiber nicht freut, die Differenzkosten steigen und infolgedessen auch die EEG-Umlage. Und die Politik schaut lustig dabei zu und die teure Energiewende wird geboren. Und statt diesem Problem entgegenzuwirken, nutzen Teile der Politik das selber, um von der teuren Energiewende zu reden. Allen voran die Anti-Energiewende-Separatisten von der FPD. FPD, schöne, na egal. Nachdem es dann für fast alle schlecht war, dachte sich am Ende noch der Bundeswirtschaftsminister Gabriel, halt, einer Gruppe geht es noch zu gut damit, dem Bürger. Da fällt uns doch bestimmt auch noch was ein. Kurz darauf reden wir über eine Eigenstromsteuer und Ausschreibung für EE-Anlagen. Und was darauf folgt, ist klar. Genau, die Branchen der Erneuerbaren melden Umsatzeinbrüche und Arbeitsplatzverluste. Und genau da stehen wir heute. Die Politik hat nun wirklich jede einzelne Gruppe, die an der Energiewende beteiligt ist oder war, drangsaliert, ruiniert oder zumindest verärgert. Und in diese Stimmung hinein ruft E.ON, wir haben genug. Und ich denke mir so, Überraschung. E.ON eröffnet damit nun eine neue Runde. Und wenn die Regierung damit so umgeht, wie sie in den letzten 10 Jahren mit Energiepolitik umgegangen ist, dann bin ich mir sicher, die Zeche zahlt am Ende der Bürger. Aber ich sage Ihnen was, genau das darf eben nicht passieren. Der Bürger darf nicht schon wieder der Leidtragende sein. Und vor allem darf das nicht schon wieder der Energiewende angelastet werden. Und ich appelliere da dringend an die FDP, die Schuld dann nicht erneut den Erneuerbaren zuzuschieben. Denn was immer auch am Ende geschehen wird mit den fossilen Sparten der EVUs, Sie alle haben gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Das EEG ist entworfen worden, um diesen Tag zu erleben. Es war und ist der erklärte Wille, die Marktmacht der EVUs und damit die der fossilen Energiegewinnung zu brechen und erneuerbare Energien zu etablieren. Nun stehen Sie auch dazu und gehen Sie endlich den nächsten Schritt. Machen Sie endlich jedem Beteiligten klar, dass die Uhr der Dinosaurierkraftwerke abläuft. Trauen Sie sich endlich, das Wort zu benutzen, das fällig ist. Wie heißt es? Richtig. Kohleausstiegsgesetz.
Trauen Sie sich endlich darüber, mit den EVUs zu verhandeln. Das ist überfällig. Schaffen Sie die Rahmen mit den EVUs, in denen die Erneuerbaren und die Fossilen für einen begrenzten Zeitraum koexistieren können. Und machen Sie vor allen Dingen RWE klar, dass wir schon vor 2030 keine Braunkohleverschromung mehr benötigen werden. Sorgen Sie dafür, dass der Strompreis sich stabilisiert und die EEG-Umlage sinkt, indem Sie ältere Kohlekraftwerke stilllegen. Sorgen Sie dafür, dass der Schwarzbau Datteln 4 nicht ans Netz geht. Denken Sie darüber nach, die Erneuerbaren vielleicht nicht mehr nur am Spotmarkt zu handeln. Helfen Sie Gabriel, der endlich, und da muss ich ihn vorsichtig loben, den Schritt gehen will, den Emissionshandel zu korrigieren. Vor allem aber sorgen Sie dafür, dass es am Ende nicht wieder bei den Banken läuft. Frei nach dem Motto, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Vielen Dank.